Yo, servus Leute und willkommen zu einem neuen Review. Dieses Mal ist es Radeons Hub 9.0 dran und von den oberflächlichen Daten hört sich das Bike nämlich schon mal ganz interessant an, weil wir haben hier ein 170mm Enduro/Freeride-Bike mit Carbon-Hauptrahmen für nicht einmal 3000 Euro. Und was das Bike kann, was die Charakteristik des Bikes auszeichnet, werde ich quasi in diesem Review herausfinden. Und genau, falls ihr das Review in Englisch sehen wollt, vielleicht habt ihr ja Bock drauf, checkt den Link in der Beschreibung ab. Und ansonsten würde ich mal sagen, legen wir los mit dem Review. Der neu entwickelte Viergelenker von Radeon wurde für das Modelljahr 2020 neu entwickelt. Die Kinematik änderte sich zu einem horizontal liegenden Dämpfer. In dieser Ausstattungsvariante der gut erreichbare RockShox Super Deluxe Select Plus. Der Rahmen bietet einige Details. Die Kettenstreben sind mit einem weichen Gummimaterial beklebt, welches den Kettenschlag effektiv absorbiert. Das Unterrohr ist im Tretlagerbereich mit einer Kunststoffabdeckung vor Steinschlag geschützt, die sich allerdings nicht um die Kanten wölbt. Der Lenkwinkel ist durch Drehen des Steuerlageeinsatzes von standardmäßig 63,5 Grad auf 65 Grad anpassbar. Die Wendigkeit soll durch kurze 438mm Kettenstreben hervorgehoben werden. Im Zuge der Neuentwicklung trägt der Epoxidharz die Matten von Carbon im vorderen Rahmendreieck. Die kantige Formgebung der Bonner zeichnet sich im Rahmen von weiteren Radeon-Bikes ab. Das obere Kettenstrebenrohr liegt in einer Linie zum Dämpfer und verbindet den Aluminiumhinterbau durch die schwarze Umlenkwippe mit dem Carbon-Hauptrahmen. Die kirschrote Farbe wird von einem Glossen-Finish vollendet. Die innenliegenden Leitungen werden von Aluminiumeinsätzen am Ein- oder Ausgang befestigt. Jede Ausstattungsvariante des Hubs kommt mit verschiedenen Komponenten, Charakterzügen und Farbkombinationen. In der Variante 9.0 arbeitet an der Front die RockShox Lyric Select mit einstellbarer Low-Speed-Zug- und Druckstufe und Deben-Air-Luftkartusche. Der RockShox Super Deluxe Select Plus Luftdämpfer kommt mit einer Low-Speed-Zugstufe und einer Lockfunktion, um Wippen des Hinterbaus zu minimieren. Die Druckstufeneinstellung sucht man hier vergebens. Der 780mm breite Raceface Effekt R-Lenker klemmt im gleichnamigen 40mm kurzen Vorbau. Die Negativbeschleunigung übernimmt die Magura MT5 mit 200mm Scheibe an der Front und 180mm am Heck. Durch den standardmäßigen Zweifinger-Bremshebel muss der SRAM NX Schalthebel weiter in die Lenkermitte geschoben werden und ist dadurch schwer erreichbar. Für eine bessere Ergonomie rate ich dem Magura Einfingerhebel nachzurüsten. Auf dem DT Swiss E1900 Spline Laufradsatz ist die 29 Zoll große Schwalbe Reifenkombination aus Magic Mary und Hans Dampf aufgezogen. Abgerundet wird die Ausstattung durch einen SRAM Antrieb. Die 170mm lange SRAM GX Eagle Kurbel ist mit einem 30 Zähne Kettenblatt ausgerüstet. Die Kette gleitet dank GX Eagle Schaltwerk zuverlässig über die 12-fach 10 bis 50 Zähne Kassette. Der Hintern nimmt auf dem SDG Radarsattel Platz. Für mich persönlich ist dieser Sattel nichts, da dieser bereits nach wenigen Kilometern ungemütlich wird. Aber das ist von Sitzknochen zu Sitzknochen unterschiedlich. Für die Sitzhöhenregulierung sorgt die Radeon-eigene Competition Dropper Post mit 125mm Verstellbereich. Die Stütze läuft etwas schwergängig, stellt jedoch kein Problem dar. Anhand der oberflächlichen Daten kann man sagen, dass man eine hochwertige Ausstattung und ein Carbon-Hauptrahmen für 2.999 Euro erhält. Das Verhältnis von Preis-Leistung ist unschlagbar. Die Sitzhaltung bergauf ist entspannt und aufrecht. Der Trail-Eingang wird eher in Ruhe erreicht. Die Bandbreite an Gangübersetzungen ist für die steilsten Anstiege und schnellsten Tretpassagen ausreichend. Das SRAM GX Eagle Schaltwerk wechselt knackig und präzise in einen der 12 Gänge. Der Viergelenker-Hinterbau ist wipparm und für kurze Auffahrten muss der gut erreichbare Dämpfer nicht unbedingt blockiert werden. Für meine persönlichen Vorlieben ist die 125mm lange Teleskop-Sattelstütze zu kurz. Entweder sitze ich nicht hoch genug oder der Sattel schlägt mir bergab an den Hintern. Die Rahmengrößen L und XL kommen hingegen mit einer 150mm langen Stütze. Die Sattelhöhe am Trail-Eingang zu justieren schafft hier Abhilfe. Für einen verbesserten Rollwiderstand wurde hinten der Schwalbe Hans Dampf mit härterer Addix Speed Grip Gummimischung montiert. Der Vorderreifen hingegen soll mit der weicheren Addix Soft Mischung für höheren Grip sorgen. Das Radeon Hub 9.0 zeigt sich bergauf von der lässigeren Seite. Die Kombination aus dem wipparmen Hinterbau, geringem Gewicht von knapp 14,2 Kilo und großen 29 Zoll Laufrädern lassen das Bike gut klettern. Ein Gipfelstürmer ist das Bike allerdings nicht. Einziger Negativpunkt, der Carbonrahmen verfügt über keine Option, um einen Trinkflaschenhalter anzubringen. Für längere Touren ist man entweder zu einem Trinkrucksack, dem Verdursten oder einer Wasserflasche in der Hosentasche gezwungen. Silikonwasserflaschen bieten hier einen guten Kompromiss, da man diese leer, platzsparend zusammenfalten kann. Entspannt am Trail-Eingang angekommen, ist es Zeit, dass die 170mm Federweg ihren Vorteil ausspielen.
Was ab den ersten Metern sofort auffällt, ist, dass sich das Hub durch die kurzen Kettenstreben trotz flachem Lenkwinkel und 29 Zoll Laufrädern spielerisch und präzise durch den Trail zirkeln lässt. Das Bike lädt förmlich dazu ein, schnelle Kurvenwechsel zu nehmen oder sich an den Wurzeln abzuziehen. Hier vermittelt das Radons Hub 9.0 seine Freeride-Gene. Bei hohen Geschwindigkeiten bleibt das Bike durch den langen Radstand stabil. Die RockShox Lyric Select Federgabel spricht schon auf kleine Unebenheiten sensibel an und liefert eine hohe Endprogression für harte Einschläge. Der Hinterbau reagiert progressiv und wurde für die Nutzung von Coil- als auch Luftdämpfern entwickelt. Die Viergelenker-Kinematik dämpft kleine als auch große Einschläge präzise weg und steht immer hoch im Federweg. Leider limitiert der Dämpfer durch unsensibles Ansprechen und kommt bei schnell aufeinanderfolgenden Schlägen nicht hinterher. Das führt auch dazu, dass sich das Hub straff anfühlt und immer eine gute Plattform bietet, um sich beispielsweise schnell aus Anliegern zu ziehen. Die voreingestellte Dämpferdruckstufe passt sehr gut zur Kinematik. Zu jeder Zeit erhält man präzises Feedback vom Boden. Ich denke, hier könnte man mit einem Stahldämpfer noch mehr aus dem Bike herauskitzeln. Aber das ist schon Jammern auf hohem Niveau. Trotz kleinerer 180 mm Bremsscheibe am Heck bietet die günstige Magura MT5 eine bissige Bremsleistung bei ausgezeichneter Dosierbarkeit. Die Schwalbe-Reifen bieten einen guten Kompromiss aus niedrigem Rollwiderstand und hohem Grip. Lediglich für harte Downhill-Strecken ist es empfehlenswert, Reifen mit stabilerer Karkasse nachzurüsten oder Schaumstoffeinsätze im Reifen zu verwenden. Alles in allem zeigt sich das Hub bergab von der spaßigen Seite. Verspielt, präzise handelbar und agil für den aggressiven Fahrstil. Der Hinterbau ist feinfühlig und liegt satt auf dem Trail. Leider ist der Dämpfer nicht ganz so potent wie der Hinterbau. Der einzige Nachteil, den ich dem Hub zuspreche, ist das Fehlen einer Trinkflaschenbefestigung. Ansonsten erhält man für 2.999 Euro ein schickes Carbon-Alu-Freeride-Bike, um es auf dem Trail richtig krachen zu lassen. Um meine anfängliche Frage klarzustellen, was denn die Charakteristik des Bikes ist, kann ich jetzt wirklich sagen, dass das Hauptaugenmerk auf Agilität und Verspieltheit liegt und das Bike kann die beiden Sachen wirklich sehr gut. Ich hatte wirklich extrem viel Spaß mit dem Bike und mir hat es auch wirklich extrem viel Spaß gemacht. Und für den Preis von 2.999 Euro kriegt man hier wirklich ein ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis und ich weiß nicht, ob die Konkurrenz da mithalten kann, zumindest bei den Parts, aber ein paar Euro muss man vielleicht noch investieren. Zumindest ich müsste noch ein paar Euro investieren, wenn es denn mein Bike wäre. Zum Beispiel den Bremshebel würde ich gegen den Einfinger-Bremshebel tauschen, Teleskopsattelstütze würde ich gegen eine 150 oder 160 mm Stütze tauschen und den Sattel würde ich auch für meinen Hintern geformten Sattel tauschen. Ich meine, das sind nur ein paar Kleinigkeiten, aber es sind trotzdem vielleicht ein paar Euro, die der ein oder andere vielleicht dann noch berechnen muss. Ansonsten war es das jetzt mit dem Review. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, stay in touch.